Stell dir vor, du bist auf dem Weg zu einem neuen Restaurant, wo du dich mit ein paar Freunden triffst. Und leider, leider, leider ist dein Smartphone leer. Das heißt, kein Google Maps. Was machst du also? Du fragst einen Passanten, wie genau du zu dem Restaurant kommst. Und er wird dir etwas sagen wie, ja, geh die 500 Meter geradeaus, bis du zu der Kreuzung kommst, dann biegst du links ab, gehst bis zum Ende der Sackgasse, gehst dann über den kleinen Feldweg, biegst rechts ab und kommst dann in eine kleine Seitenstraße, wo dann auch das Restaurant nicht zu übersehen ist. Damit erstmal schön, dass du da bist, Alexander Wahler hier. Und was sollte die Metapher? Es ist eine Metapher für deine Strategie, wie du deine Ziele erreichst. Und es ist vollkommen egal, ob es jetzt in deinem Privatleben ist oder in deiner Karriere ist. Denn einen der schlimmsten Ratschläge, den ich jemals bekommen habe, ist, wenn jemand sagt, hey, mach einfach die Strategie weiter, wie du sie gerade machst. Denn was würde passieren, wenn du dich in eine Richtung committest, sagst, okay, ich gehe jetzt in die Richtung, ich werde dieser Strategie folgen und ohne groß nachzudenken, ohne jemals den Kurs zu wechseln, gehst du nur in diese eine Richtung. Naja, dann würdest du bei der Kreuzung auf dem Weg zum Restaurant nicht links abbiegen. Du würdest einfach straight geradeaus gehen. Die Wahrheit ist allerdings, auf dem Weg zu egal welchem Ziel, müssen wir mehrmals die Strategien ändern. Wir müssen regelmäßig den Kurs wechseln. Es gibt vielleicht eine gewisse Strategie, die wir folgen, eine gewisse überliegende Strategie, aber auf dem Weg dahin, naja, wird es mehr als ein Dutzend Richtungswechsel geben. Denn häufig wird uns gerne gesagt, dass der Weg zum Erfolg, Weg zu einem Ziel komplett linear ist. Ja, ist nicht wirklich so. Er ist mit vielen Hochs und Tiefs, Ups und Downs, Hindernissen, vielleicht auch mit Glück gespickt und es wird alles andere sein, außer ein gerader Weg. Und ich möchte dir ein paar Strategien mitgeben, die du auf deinem Weg zu deinen Zielen sehr gut anwenden kannst. Ganz zu Beginn, wenn du dir ein neues Ziel setzt, dann sag zu jeder Situation ja. Zu jeder. Wenn ich mich zurückerinnere, als ich mit dem Coaching-Business angefangen habe, als ich mit Coaching angefangen habe, mit YouTube angefangen habe, ich habe zu jeder Situation ja gesagt. Ich habe zu jedem Vortrag ja gesagt, zu jedem Interview, ich habe zu jeder Videosituation Möglichkeit ja gesagt, ich habe zu jeder Kollaboration ja gesagt, ich habe zu jedem Coaching-Klienten ja gesagt, ich habe zu jeder Probesession ja gesagt, ich habe zu jedem Kontakt, der mir rübergeschickt wurde, ja gesagt, weil, naja, du weißt nie, wo etwas Gutes entstehen kann. Die eine Person, die du kennenlernst, kann vielleicht dein komplettes Leben, deine komplette Karriere oder dein Privatleben komplett verändern. Du weißt eben nicht, wo diese glücklichen Zufälle, denn seien wir ehrlich, auf dem Weg zum Erfolg, auf dem Weg zu Zielen, Erfolg ist auch so ein Wort, was Leute gerne rumwerfen, aber auf dem Weg zu deinem Erfolg, sagen wir es eher so, wird es immer bestimmte Leute geben, bestimmte Situationen geben, wo ein bisschen Glück dir, eine Menge Glück sogar, dich sehr nach vorne bringt. Und dementsprechend am Anfang deiner Karriere oder am Anfang auch deiner privaten Ziele, sag zu jeder Situation ja. Wenn du abnehmen möchtest, hey, nutz jede Situation, um dich für Sport weiterzubilden, für Gesundheit weiterzubilden. Nutz jede Situation, um Sport zu machen. Wenn Freunde dir sagen, hey, wir wollen am Sonntag Beachvolleyball spielen, dann sag ja, du hast ja nichts zu verlieren. Vielleicht entdeckst du eine Sportart, die dir total Spaß macht und die du dann die nächsten 5 Jahre 4-5 Mal die Woche machen wirst. Das ist im Endeffekt am Anfang, wenn du deine Ziele gerade neu beginnst anzugehen. Dann sagst du jeder Situation ja. Irgendwann kommst du allerdings dann zu dieser Kreuzung, wie auf dem Weg zum Restaurant. Dann wird es Zeit, die Strategie zu ändern. Denn wenn du zu allen Dingen ja sagst, dann wirst du auch manchmal schnell, manchmal eher langsam gewisse Erfolge bekommen. Und du wirst merken, okay, meine Zeit wird ein wenig knapper. Ich kann nicht mehr zu allen Sachen ja sagen, denn der Tag hat auch nur 24 Stunden. Ich habe auch noch andere Ziele, die ich verfolgen möchte. Ich habe auch noch ein Privatleben, ich habe auch noch Freizeit, ich möchte auch noch andere Dinge tun. Dann ist es Zeit, die Strategie zu wechseln. Dann gehst du nicht weiter geradeaus über die Kreuzung, dann sagst du, okay, ich biege jetzt links ab. Und dann sagst du ganz klar, fuck yes oder fuck no. Ja, fuck yes oder fuck no. Lass mich jetzt mal ein bisschen genauer erläutern. Und zwar, wenn du schon viele Möglichkeiten wahrnimmst und langsam merkst, okay, es wird zu viel, es werden zu viele Möglichkeiten, die ich wahrnehmen kann, dann solltest du darauf hören, was deine Emotionen dir sagen. Wenn dir sich eine neue Situation ermöglicht, Beispiel in deiner Karriere, dass du ein neues Jobangebot bekommst, ein neues Projekt bekommst oder im Privatleben vielleicht, dass du sagst, hey, ich möchte mein Dating-Leben verbessern und du hast erstmal eine ganze Zeit zu jedem Date ja gesagt und jetzt merkst du, okay, es läuft gut und du lernst jemand Neues kennen und der möchte mit dir auf ein Date gehen, du sagst, ich spüre kein hundertprozentiges Fuck yes, let's do it. Sondern es ist eher so, ja, wäre cool. Wäre ganz angenehm. Wäre bestimmt ein toller Zeitvertreib. Wäre bestimmt ein tolles Projekt. Wäre bestimmt eine super Stelle.
aber ich spüre kein, ja, let's do it. Und das ist genau der Moment, wo du wechseln musst. Wenn du merkst, dass deine Zeit knapper wird, dass du nicht mehr jede Situation wahrnehmen kannst, dann wechsel eben zu dieser Fuck Yes oder Fuck No Strategie. Nimm nur noch die Dinge an, wo du zu 100% sagst, let's do it. Wo du morgens gar nicht warten kannst, aus dem Bett aufzustehen. Denn am Ende des Tages wird deine Zeit irgendwann sehr, sehr knapp werden. Und genau das meine ich mit Strategien wechseln. Wenn du dann ein bestimmtes Ziel erreicht hast, nehmen wir an, du kommst dann in der Sackgasse an und merkst, okay, warte, das ist aber nicht das Ziel, was ich haben wollte. Du biegst auf den Feldweg wieder ab. Naja, dann wird es vielleicht wieder Zeit, zu allen Sachen Ja zu sagen oder dich umzuorientieren. So oder so, es wird in deiner Karriere, es wird in deinem Privatleben, egal welches Ziel du verfolgst, Sport, finanziell, im Liebesleben, in deinem Privatleben, deiner persönlichen Entwicklung, deiner Bildung, es wird immer Situationen geben, wo du die alte Strategie über den Haufen werfen musst, um eine neue Strategie zu adaptieren. Wann genau diese Zeit gekommen ist, das kannst im Endeffekt nur du dir selber sagen. Nur das sind zwei meiner Lieblingsstrategien, um das Ganze wirklich möglichst schnell fruchtbar zu machen. Wenn ich mich für ein Ziel entschieden habe, sei es im Privatleben, sei es in der Karriere, zu allen Sachen Ja sagen. Am Anfang zu allen Sachen Ja sagen. Bis du an einem Punkt angekommen bist, wo du die ersten Erfolge bekommst und dann ist es Zeit zu sagen, okay, ich ändere meine Strategie ein wenig. Ich kann nicht mehr zu allen Sachen Ja sagen. Ich werde jetzt nur noch zu den Dingen Ja sagen, wo ich ein hundertprozentiges Fuck Yes spüre. So wirst du mit der Zeit bestimmte kleine Wegpunkte, kleine Ziele erreichen. Du wirst die Kreuzung erreichen. Du wirst deine Strategie bewusst ändern und links abbiegen. Merkst vielleicht, okay, das war nicht so die beste Entscheidung und landest in einer Sackgasse. Begibst dich auf neue Suche und gehst über einen Feldweg, um dann wieder eine Strategie zu finden, welche für dich funktioniert und du biegst in die Seitenstraße ab und du bist beim Restaurant angekommen. Jetzt interessiert mich noch, welche Ziele verfolgst du gerade und wo hast du schon regelmäßig deine Strategien gewechselt oder an welchen kritischen Wegpunkten hast du gemerkt, okay, ich muss hier meine Strategie ändern und hast deinen kompletten Ansatz verändert und vielleicht das Ziel sogar schneller erreicht. Würde mich mal sehr interessieren, woran arbeitest du gerade, wo hast du deine Strategien schon geändert? Schreib mir das mal in die Kommentare und wenn dir das Video gefallen hat, gib dem Video einen Daumen hoch. Abonniere den Kanal, damit hilfst du mir enorm, damit hilfst du anderen Leuten sehr, denn YouTube schlägt dann dieses Video mehr Leuten vor. Und wenn dir das Video geholfen hat, dann willst du ja auch, dass es anderen Leuten hilft. Und wenn du mit mir persönlich zusammenarbeiten willst, dann schreib mir eine E-Mail an diese Adresse hier unten und dann sehen wir uns da oder im nächsten Video.